Am Dienstag startet die Überweisung der im Rahmen des Antiteuerungspakets beschlossenen Einmalzahlung von 300 Euro für Studienbeihilfebezieher. Das haben Bildungsminister Martin Polaschek und Jugendstaatssekretärin Claudia Plagholm bei einer Pressekonferenz angekündigt. Es wird einen Teuerungsausgleich in Form einer Einmalzahlung von 300 Euro an die Studienbeihilfebezieherinnen und Studienbeihilfebezieher geben. Und wir werden gerade heute mit der Auszahlung dieser 300 Euro beginnen, die also noch diese ersten 300 Euro als Unterstützung vor dem Beginn des Studienjahres 2022/23 erhalten. Und bereits im März hat der damalige Bezieherkreis außerdem 300 Euro zusätzlich zur monatlichen Beihilfenrate einen Corona-Bonus aufs Konto überwiesen bekommen. Und jetzt erfolgt eben eine weitere Auszahlung von 300 Euro an den aktuellen Bezieherkreis. Das heißt, dass viele Studierende alleine aus diesen Maßnahmen heuer 600 Euro mehr ausbezahlt bekommen. Für den neuen Teuerungsausgleich nehmen wir insgesamt 30 Millionen Euro in die Hand. Und neben diesen Sofortmaßnahmen haben wir außerdem eine massive Erhöhung beschlossen, die ab 1. September wirksam wird. Ich darf noch einmal daran erinnern, dass wir die Studienbeihilfe um 8,5 bis zu 12% anheben. Und wir vereinfachen außerdem die Berechnung, die dadurch leichter administrierbar wird, die auch transparenter wird für die Antragstellerinnen und Antragsteller. Und wir können mit dieser neuen Form der Studienbeihilfe Studierende unter Berücksichtigung wirklich ihrer konkreten Lebensumstände punktgenau und sozial ausgewogen unterstützen. Damit aber nicht genug. Wir haben, um die Auswirkungen der Inflation auf die Studienbeihilfe langfristig abzufedern, außerdem eine automatische Valorisierung beschlossen. Die ist im Gesamtentlastungspaket mit seinen 28 Milliarden Euro enthalten. Und mit 1. September 2023 wird somit die Studienbeihilfe jährlich ganz automatisch inflationsangepasst. Das gilt auch für die Familienbeihilfe. Damit ist der Wert dieser Beihilfen auch zukünftig sichergestellt. Bisher hat man ein Selbsterhaltungsstipendium nur beziehen können, wenn man 4 Jahre durchgehend gearbeitet hatte, ohne jemals Studienbeihilfe vorher bezogen zu haben. Und nun erleichtern wir auch den Zugang zum Selbsterhalterstipendium. Ab jetzt ist es auch möglich, das Selbsterhalterstipendium zu bekommen, wenn man zu einem früheren Zeitpunkt bereits Studienbeihilfe bezogen hat. Künftig zählt also nur mehr, ob ich im Arbeitsleben bereits einen Beitrag geleistet habe. Jeder, der 4 Jahre gearbeitet hat, hat Anspruch auf ein Selbsterhalterstipendium. Noch keine Lösung gibt es für den von den Universitäten eingeforderten Inflationsausgleich von 1,5 Milliarden Euro. Man sei in Gesprächen mit den Unis und dem Finanzministerium, so der Bildungsminister.